wenn ich mich recht entsinne, haben wir gestern Faye ins Schiff verlegt. Müsste dann dementsprechend hier rumgehen, ne? Ja. Da liegt er, ja. Hey, er ist auf dem Weg zur Besserung. Im Moment, in Momenten wie diesen freue ich mich, dass ich Krankenschwester bin. Sehr gut, du hast Idealgewicht. Gut. Dann gucken wir mal, ob wir Ausrüstung kaufen können. Wir haben wahrscheinlich eh kein Geld, aber naja. Das ist ein anderes Thema. Dass man selbst uns Heiden hier mit solcher Gutmütigkeit aufnahm. Meiner Treu. Gott ist in der Tat sehr gnädig. So, hier ist nicht wirklich was Gutes. Ich hoffe auch in Zukunft, die nicht sein zu können. Gut, dann gucken wir mal, was Rico macht. Falls er was macht. Wow. Ich habe gerade nichts zu tun. Wenn ihr wollt, kann ich mit euch schon helfen. Oh, meinem Bruder geht es also wieder besser. Es freut mich zu hören. Ja, probier einfach mal den Tee. Heute neu angekommen bei mir. Tencha. So, da würde ich sagen, müssen wir eventuell auf die Brücke, I guess. Hoffe ich zumindest. Ich habe schon wieder vergessen, was ich tun soll. Faye wird sich also erholen, wenn er sich nur weiterhin ausruht. Da bin ich aber erleichtert. Das Waisenhaus liegt anscheinend südöstlich der Erzkathedrale. Sollen wir Anker richten? Jawohl. Südöstlich. Südöstlich, also das Ding in der Richtung. Ja, müssen wir einmal rum hier. Ups. So, jetzt aber. Yay! So, hier kann er eher blitzen. Wieso macht er das nicht? Achso, wahrscheinlich weil er eh steckt oder so. Von mir aus.
So, 4600 Erfahrung macht das. Aber... Na gut, jetzt habe ich nicht geguckt, wie viel Geld das bringt. So. Da ist das Waisenhaus. Der Turm zu Babel. Geh mal ins Schiff und dann schauen wir mal, dass wir eventuell uns heilen? Brauchen wir Heilung? Wo war die Heilung hier nochmal? Die Olle hat ja nur das Idealgewicht benutzen. Vielleicht jetzt daneben? Kann man nicht. Okay, schlafen wir mal eine Runde. Dann müsste ja alles aufgefüllt sein, theoretisch. So, alles voll. Und dann gehen wir mal in den Hangar und reparieren unseren Kram. Dann speichern wir nochmal kurz, weil ich möchte in den Turm zu Babel rein. Ich will es versuchen, da reinzugehen. So, gucken wir erstmal, ob was Neues ist. Auch wenn er gerade nicht da ist, beziehungsweise nicht ganz auf der Höhe ist. Ist es zum Beispiel. Die Tarn hat noch keinen Restaurator 50. So, Motor. Nichts Neues, ne? Wie das richtig sehe. Nee. Nichts Neues. Tank ist auch voll. Gut, und dann gehen wir mal hier raus. Rüsten Chitan sein hier auf. Ja, auch nur extra Panzer 3. Okay.
Das nur das mal. Gut, dann gehen wir mal kurz speichern und gucken uns den Turm von Babel an. Vielleicht ist es ja den Turm, den ich im letzten Stream erwähnt habe, wo ich sagte noch Leuchtturm, aber wer weiß, vielleicht ist es nicht der Leuchtturm, sondern der Turm zu Babel. Scheiße, ey. Na, mir geht's auch echt jeden Tag beschissener. Also wirklich traurig. Hier waren wir. Gut. Dann gehen wir wieder auf die Brücke und schauen, was wir uns aufmachen zum Turm. Ich bin gespannt, wie stark die Gegner dort sind. Auf jeden Fall, wenn es der Ort ist, den ich glaube, der es ist, dann werden wir wohl eine ganze Weile grinden müssen. Weil ich brauche dann Geld. Ah. Entschuldigung für den Lärm. Da bin ich gegen die Kanne gekommen. Ich habe heute eine andere Kanne, weil... Naja, die andere, die ist noch nicht fertig. So. Okay, sieht aus, als ob wir da noch nicht rein dürfen. Das ist hoch. Viel Xenoblade Chronicles 2, man. Haben sie aber gut gemacht mit der Höhe. Brauchen ja nichts wirklich Hohes, sie haben einfach nur spitz gemacht. Achso. Das ist nur ein Effekt. Ja, schon. Hat das Damage gemacht? Die Gears kaputt gemacht? Okay. Epilepsie-Warnung, I guess. Also ich habe das Gefühl, wir dürfen da noch nicht rein. Wobei da ist, da sieht aus wie so ein Kirchensymbol. Ich glaube, eventuell brauchen wir die Erlaubnis der Kirche dafür. Auf jeden Fall dürfen wir noch nicht hier hin. Gut. Dann halt kein Turm. Und dann halt beides ein Haus, I guess. Wenn wir nochmal ein Random Battle machen, dann muss ich natürlich gucken, wie viel Geld das bringt. Und dann können wir eventuell ein bisschen Geld grinden. Da wir schon hier im Waldenhaus sind, dann machen wir das einfach mal so. Ist ja... Nee, dann halt nicht. Waisenhaus!
Okay, Kinder. Ja, Waisenhaushalt. Ach, wie schade. Heute kann man die fliegende Untertasse nicht sehen. Wollt ihr mehr über die fliegende Untertasse wissen? Ja, erzähl. Vor langer, langer Zeit... Okay. Nicht so schnell, bitte. Ja. Soll das so schnell sein? Danke. Ah, er hat nur was vergessen. Die fliegende Untertasse nannte man Shevat. Es gibt sogar Leute, die sie anbeten. Nun, war da etwas Neues für euch dabei? I don't know. Könntest du das nochmal langsam erzählen? Okay. Ah, da ist das gleiche Symbol drauf. Eventuell müssen wir bald sogar zum Tower. Wow. Wow. Oh, das ist netter Effekt. Haben sie schön gemacht. 8, 9, 10. Wo versteckt ihr euch? Das ist ein Mädchen vom Drachenclan, ne? Okay. Gehen wir mal rein. Hi, Pastor, Pater, wie auch immer. Oh, Billy ist das. Wie geht es euch? Und Faye? Besser. Er soll immer nicht bei Bewusstsein, aber er sollte bald wieder zu sich kommen. Tatsächlich, das ist sehr erfreulich. Herr Billy, ich weiß nicht, wie ich dir für deine Hilfe danken soll. Ist nicht nötig. Wir mögen unterschiedlichen Glaubens sein, aber keiner von uns kann die Not anderer Menschen ignorieren. Nun dennoch vielen Dank. Sag mal, Billy, wirst du dieses Waisenhaus hier? Überrascht es euch, dass hier ausschließlich Kinder leben? Meine Schwester und ich sind ohne elterliche Fürsorge aufgewachsen. Ich habe dieses Waisenhaus gegründet, um allen Kindern ohne Familien unsere Erfahrungen zu ersparen. Sie sind alle kerngesund und befolgen die Glaubenslehre der Kirche genau. Die Kinder sind sogar so brav, dass sie mir oft freiwillig bei der Arbeit helfen. Junger Herr, das Radar der Ignazien hat ein riesiges Schiff entdeckt. Was? Soll ich schon wieder die Gebura? Ich weiß nicht, aber es bewegt sich mit 10 Repzoll pro Stunde nach Süden. Komm mit mir auf die Brücke der Ignazien. Jawohl, gehen wir. Hey, du da. Ja, du im weißen Anzug, bist du so gut? Spricht man allerdings so, wenn man mit einem neuen Bekanntschaft macht? Bin ich ehrlich gesagt äußerst unverschämt. Nun, man sieht es ihm vielleicht nicht unbedingt an, er ist unser ehemaliger Vorgesetzter. Vorgesetzter? Bist du Jesse? Oha, du bist also Siggi. Hat er gerade Siggi gesagt? Silbernes Haar und eine bernsteinfarbene Haut, eine seltene Kombination. Was macht ihr alle eigentlich hier? Nun, es hat sich einfach ergeben. In letzter Zeit ist sehr viel geschehen. Warum bereden wir das nicht im Rahmen einer gemütlichen Trinkrunde?
bin echt neugierig drauf zu erfahren, was euch alle hierher gebracht hat. Sigi, es ist so lange her, warum trägst du denn eine Augenklappe? Billy, du bist gewachsen. Dein Lächeln gleicht jedem von Rachel. Hehehe, will hier mir endlich jemand aufklären? Wie kannst du nur so vertraut mit meinen Offizieren umgehen? Jetzt gefällt sie das unverschämte Sigi, kapiert? Was ist denn los mit dir? Warum bist du so arrogant gegenüber Sigi? Was glaubst du eigentlich, wer du bist? Billy, fahr Sigurds Leute doch nicht so an. Das ist einfach nur unhöflich, Junge. Warte, ich kenne Jesse von meiner Zeit in der Militärjugend. Er war damals mein Vorgesetzter und hat mir ein Zimmer in seinem Haus vermietet. Mein Sohn ist damals noch in den Windeln gelegen. Wie man sieht, ist er jetzt immer noch quengelig wie damals. Euer unhöflicher Begleiter ist offenbar selbst kaum aus den Windeln erwachsen. Du Rotzlöffel, nimm das zurück. Also wollen wir endlich gehen, dich unter den Tisch zu trinken? Und wo genau willst du bitte hin? Sei nicht so dumm, ich bin sicher, dass euer Schiff eine Bar hat. Ihr probiert schon der Schädel. Ach, das macht nichts. Nach ein paar guten Tricks wirst du ihn gar nicht mehr spüren. Uff. Was hast du jetzt vor? Ich kann deine Einladung hier auch nicht einfach ausschlagen. Wo bleibst du? Komm endlich. Nur nicht hetzen. Bitte lustig werden. Ich gehe nicht mit. Ihr werdet euch ohne mich amüsieren. Hatten wir nicht gerade noch einen Notfall? Nee? Okay. Was ist eigentlich mit diesem riesigen Schiff, das Sieg erwähnt hat? Entschuldigt vielmals, aber ich werde mich Ihnen anschließen. Na gut, dann bleib ich eben hier. Habe ja nichts Besseres zu tun. Was war. What was that about? Also, suddenly Party Member Change und so. Was macht. Ich sei nett. Hoch hast du mich erschreckt. Ich dachte, du wärst Bruder B. Du wirst es ihm doch nicht sagen, oder? Das ist unser Geheimnis. Wochen. Juhu, danke, dafür gebe ich dir dieses Bilderbuch in Ordnung. Du wirst dieses Bilderbuch erhalten. Okay. Ja, es wird immer schlimmer. Aber ich habe ja statt der Erholung, die man dann, wenn man es leicht angeht, halt hätte, haben wir ja sogar noch mehr Stress jetzt auf Arbeit. Alles schneller. Alles schneller, mehr, weniger, keine Ahnung. Die Ikthasil kann ich Anker lichten, weil Sigurd nicht auf der Brücke ist. Vielleicht ist er ja eine Offiziersmesse oder anderswo. Der wird wohl unterm Tisch sein. Betrunken. Oh Mann. Heute ist echt. Nee. Heute geht gar nicht. So. Das ist also der Ort, an dem du unbedingt zurückkehren wolltest. Nun ja. Billy hat sehr viel geweint, als du uns verlassen hast. Das tut mir leid. Etwas ähnliches ist geschehen, als du damals Solaris verlassen hast. Karl war sehr böse auf dich. Wollte ihm nicht hintergehen. Dein Hass auf alle Menschen ist seitdem nur größer geworden. Denke, wir haben genug über die alten Zeiten geredet, mein alter Freund.
Was hast du in diesem Land zu suchen? Oh, da seid ihr ja. Da wir die Gelegenheit haben, speichern wir hier mal. Ich denke, wir waren schon ganz rechts, ne? Oder auch nicht? So. Und weiter im Dialog. Hey, wir haben nur noch ein bisschen Zeit. Wollt ihr inzwischen nicht einmal nach Billy sehen? Hahaha, ich habe mich schon lange nicht mehr so volllaufen lassen. Wisst ihr, mein Sohn erlaubt es mir nicht zu trinken. Du hast eine tolle Bar, alter Knacker. Mein verbindlichsten Dank, guter Herr. Der alte Knacker hat einen guten Geschmack. Wie auch sein Alk, das gefällt mir. Ich glaube, Jesse wird uns noch anschließen, ey. Ich uns noch anschließen. Der alte Freund wird immer noch unangehemmter. Wow. Okay, dann gucken wir nochmal nach Billy. Will hier raus, nicht dich ansprechen. Die haben den auch genau an die Tür gestellt. So. Oh, das war die falsche Richtung. Wir müssen ja erstmal ein Event triggern, bevor wir die in der Bar loswerden quasi. So, Billy. Hier ist auf jeden Fall kein Billy. Nicht lauschen. Okay, ich gehe ja schon. Verdächtig. Braucht ihr etwas von mir? Bitte entschuldigt mich. Ich muss einen Freund von mir begrüßen. Werdet ihr außerdem sofort liegen, in meinen fremden Zimmern herumzustöbern? Verdächtig. Yippie! Onkel Stone! Hallo, meine lieben Kinder. Geht es euch allen gut? Ja, klar. Natürlich. Jawohl. Bischof Stone. Oh, Billy, mein Sohn. Tut mir leid, dass ich euch von eurer Arbeit abhalte. Wer sind denn diese Leute hier? Reisen aus einem anderen Land. Oh, nun, zu deiner Nachricht von vorhin. Ja, geht um unsere Arbeit. Genau. Das Transportschiff der Kirche, das wir vermisst haben, ist wieder aufgetaucht.
Allerdings reagiert es nicht auf unsere Funksprüche. Was könnte das zu bedeuten haben? Hm. Vielleicht waren wieder die Ernte am Werk. Mein lieber Billy, könntest du das Übliche tun? Selbstverständlich. Du hast es ruhig mir, eure Exzellenz. Danke dir. Du hast es nordöstlich von hier gesehen. Bitte sei äußerst vorsichtig. Es ist ein gefährliches Gebiet. Die Meeresströmungen sind hier außerordentlich schnell und das Meer ist voller Schatzjäger. Du sollst dich in einem großen Schiff näher heranwagen. Könnte es jenes riesige Schiff sein, von dem Sieg berichtet hat? Das ist möglich, aber nicht sicher. Soweit ich das mitbekommen habe, ist dort die Strömung sehr gefährlich. Kleine Schiffe kann schnell eine große Gefahr werden. Unser Yggdrasil hat jedoch kein Problem mit rauer See. Nehmen wir doch unser Schiff. Vielleicht können wir dir ja bei deiner Arbeit helfen. Das ist eine gute Idee. Sieh es als unseren Dank für deine Hilfe an. Ihr seid sehr großmütig, aber diese Sache betrifft euch nicht. Ich werde alleine gehen. Aber ist ein Zielort nicht zu gefährlich? Wenn wir nur irgendwie helfen könnten. Ich möchte euch nicht mit meinen Angelegenheiten hineinziehen. Billy, mein Sohn, du kannst ein derartig großzügiges Angebot doch nicht einfach ablehnen. Ihr habt doch ein großes U-Boot, nicht wahr? Da könnt ihr doch zusammenarbeiten. Aber Exzellenz, alleine zu reisen macht doch überhaupt keinen Spaß. Lasst ihr also von uns helfen. Billy ist doch ein immer gut Verbündeter zu haben. Nun, wenn ihr darauf besteht, danke. Ich weiß das sehr zu schätzen. Als ob. Ich entbiete euch meinen aufrichtigsten Dank. Billy, bitte kümmere dich angemessen um diese Leute. Berichte der Zentralleitung nach Abschluss deines Arbeitsauftrags. Jawohl, eure Exzellenz. Danke, dann lasst uns sehen, was der Morgen bringt. Ich stoße zu euch, sobald ich mit meinen Vorbereitungen fertig bin. Geht ihr also schon mal vor. Ich erzähle euch morgen auf dem Weg zu unserem Ziel mehr über meinen Auftrag. Okay, somit haben wir alles getriggert, denke ich, und dürfen wieder auf die Kita ziehen. Ah, Sekunde. So. Mal nebenbei jemanden kurz gesagt. So. Und wir speichern über den Speicherstand, den wir gerade gespeichert haben. Weil wir wir ein bisschen Dialog gemacht haben. Und man weiß ja nie, wann hier irgendwelche Gegner nach irgendwelchen Cutscenes kommen. Der letzte hat ja schon ganz schön reingehauen, ne? So, sehr gut, es geht los. Oh, wir müssen uns ja noch auf unsere nächste Mission vorbereiten. Tut mir leid, mein alter Freund, aber ich muss wieder an meine Arbeit machen. Um Gottes Willen, es ist ja schon so spät. Bevor wir auseinandergehen, sollten wir drei aber noch ein übliches Spiel ausprobieren. Eigentlich haben wir es gerade sehr eilig. Vielleicht ein andermal. Was du nicht sagst. Na gut, dann werde ich mich auch eben langsam aufmachen. Es gibt ja noch etwas, was ich dich unbedingt fragen möchte. Aber beschränken wir das ein andermal, wenn wir wieder Zeit haben. In Ordnung, du musst nur hoffen, dass ich lang genug lebe. Ah, Sigurd ist... Schon wieder, Sigurd wird aber wirklich schnell betrunken. Nun, wir hatten ohnehin nicht vor, heute noch abzulegen. Bis morgen
wird er wohl noch ausgenüchtert sein. In der Nacht im Waisenhaus. Ich bin wieder da, Billy, wo bist du? Nicht so laut, was glaubst du, wie spät es ist? Wenn du nicht leiser bist, wirst du noch die Kinder wecken. Wir sind da eine Menge interessante Anekdoten entgangen. Sigurds Geschichte ist einfach verdammt komisch. Hat Sigurd betrunken gemacht, obwohl du weißt, dass er nie trinkt? Und so jemand will der Vater einer geistlichen Kirche sein? Wann gehen dir endlich die Augen auf, Kleiner? Du musst aufhören, für die Kirche zu arbeiten. Bei einem Ungläubigen wie dir muss ich mir so etwas nicht sagen lassen. Halte dich doch einfach aus meinem Leben raus. Raushalten? Also gar keine Ahnung, wie viel Ärger ich hier noch auf dich zukommen wird. Pah, das weißt du schon. So nicht, mein Sohn. Ich glaube immer noch nicht, dass du wirklich mein Vater bist. Du bist nicht derjenige, den meine Mutter liebte. Was soll das heißen? Hältst du mich etwa für einen Hochstapler? Die Frage kannst du selbst beantworten. Es stimmt, dass ich nicht immer es nicht beweisen kann. Junge, du verstehst immer noch nicht, wer die sind, wohin du gehst. Was willst du damit sagen? Dass Rachel offenbar umsonst gestorben ist. Du hast nicht das Recht, Mutter bei ihrem Namen zu nennen. Aha, so ist das also. Soll mir auch recht sein. Ich rate dir nur, deinen Beruf endlich aufzugeben. Betrachte es von mir aus als Rat eines Fremden. Man sieht sich. Trockene Augen, ey. So, ausgeruht. Ich glaube, wir können bestimmt wieder. Obwohl, wir müssen gar nicht die Charakter wechseln, oder? Ist ja eigentlich alles ausgerüstet. Gut, dann gucken wir mal, ob wir Sigurd finden. Jan und Billy. Ich würde mich euch mit Freunden anschließen. Okay. Guten Morgen. Entschuldigt, dass ich mich nicht direkt bei euch gemeldet habe, aber ihr habt noch geschlafen. Sehr leicht bekleidet. Das wird deinen Auftrag genügen? Wir Büßer unterscheiden uns von anderen Kämpfern durch unsere Ausrüstung. Da wir zusammenarbeiten werden, erkläre ich euch kurz, was in meiner Ausrüstung besonders ist. Zuerst solltet ihr wissen, dass ich mehrere Arten von Schusswaffen führe. Ah, dafür die Schusswaffen. Ich trage immer vier Waffen bei mir, nämlich einen Revolver, zwei Ether-Gewehre und eine Schrotflinte. Der Revolver ist die einzige Waffe, die ich gegebenenfalls austauschen kann. Da ich die übrigen Waffen selbst angefertigt habe, werde ich sie niemals ablegen oder austauschen. Die Angriffskraft einer Schusswaffe hängt maßgeblich von der verwendeten Munition ab. Du kannst die Ausrüstungsmenü zur Munitionsauswahl wechseln, indem du entweder links oder rechts drückst. Natürlich muss man stets darauf achten, dass die Munition nicht ausgeht. Die Anzahl der Schüsse, die man mit einem Magazin abgegeben werden können, ist nicht begrenzt. Lediglich die Munition der Ether-Gewehre kann unbegrenzt oft eingesetzt werden. Nun, das Wesentliche sollte jetzt erklärt haben. Hast du verstanden? Ja. Ich habe es gut verstanden, auch wenn es recht kompliziert ist. Wie ich sehe, habt ihr ein äußerst wertvolles Gewehr. Es hatte gewiss eine bewegte Geschichte. Natürlich. Dieses Gewehr ist der berühmte Machiganato, ein Familienerbstück der Fatima-Dynastie. Welch Verschwendung. Für einen Peitschenkler wie dich ist dieses Stück wohl eindeutig zu gut. Hey, kannst du mal aufhören, so herablassend zu reden? Oh, verzeih mir. Ich hielt dich nur nicht für jemanden, der an Schusswaffen interessiert ist. Billy, würde gerne wissen, warum du ein Büßer geworden bist. Ich nicht.
Die Büßer helfen auch Fremden. Diese Uneigennützigkeit ist für euch sicher schwer verständlich. Nein, das meine ich gar nicht. Mir ging es eher um deine persönlichen Gründe. Weißt du, auf den ersten Blick hielt ich dich für einen, nicht für einen Geistlichen. Ach so? Nun, da unser Beruf tatsächlich eher ungewöhnlich ist, werde ich es dir erzählen. Wie alt war ich? Ich weiß es nicht mehr, vielleicht 8 oder 9. Bereits damals brachte mir Vater bei, wie man mit Schusswaffen umgeht. Eines Tages verschwand er jedoch plötzlich. Er hat uns einfach verlassen. Er kehrte nie zurück. Mein kindliches Herz konnte diesen Schicksalsschlag nur schwer verkraften. Aber um meiner Mutter und Primeras Willen konnte ich mir nicht erlauben zu weinen. Ich ging oft allein in sein Zimmer. Sein Gewehr, sein Geruch. Ich hatte sonst nichts, das mich an ihn erinnerte. Aber selbst das währte nicht lange. Als ich 12 Jahre alt war, griffen Ernter unser Haus an und töteten meine Mutter. Die hat es auf Vater abgesehen, aber Mutter sagte ihm nichts. Ich kann es immer noch nicht hören. Ich kann es immer noch hören. 3 Schüsse. Mit etwas Abstand dazwischen. Ja, selbst das Geräusch der zum Boden fallenden Patronenhülsen. Und dann ein Schrei und das Geräusch einer Person, die niederfällt. Bischof Stone war derjenige, der uns damals zur Hilfe kam. Diese Begegnung hat mein Leben verändert. Warte, heißt das, dass die Ernte können sprechen? Ja, Ernte sind keine gewöhnlichen Monster. Einige von ihnen sind sogar intelligenter als manche Menschen. Kommt auf die Menschen an, ne? Prim und ich entkamen dem Tod, indem wir in den Schatten verschleppt fielten. Seither sprach sie kein einziges Wort mehr. Bischof Stone erschien mir wie ein Geschenk des Himmels. Seine gütige und doch bestimmte Art diente mir als Vorbild. Wollte den Notleidenden helfen, so wie er uns half. So. Ich wollte nicht, dass es noch mehr Kinder wie mich und Prim gibt. Daher begab ich mich bei der Kirche in Ausbildung, damit ich genau wie Bischof Stone werden würde. Überließ Prim der Obsorge der Kirche und wurde Mönch. Viele Jahre vergingen. Nach Abschluss meiner Ausbildung im Kloster wurde ich ein Büßer. Ich kehrte zurück und eröffnete das Waisenhaus. Und dann kam er plötzlich zurück. Aber er war ein anderer Mensch geworden. Irgendetwas Schreckliches muss ihm widerfahren sein. Nicht nur sein Äußeres, sondern auch sein Verhalten war verändert. Ich dachte, dass ich ihn als ruhigen Mann gekannt hatte. Aber mehr noch dachte ich, dass ich ihn überhaupt nicht kannte. Deshalb kann ich ihn nicht als meinen Vater betrachten.
Prim brauchte jedoch einen Vater und stand ihm sehr nah. Tief in meinem Herzen sehnte ich mich auch nach einem Vater. Aber ich will immer noch nicht wahrhaben, dass er dieser Vater ist. Ha! Ich weiß, dass es erbärmlich klingen muss, aber ich wollte sogar meinen Körper verkaufen, um mit dem Geld Prims zu versorgen zu können. Trotzdem zog mir Prim immer den Vater vor, den sie eigentlich nie richtig kannte. Den Mann, der plötzlich wieder in unser Leben trat, wie er zuvor verschwunden war. Du wolltest deinen Körper verkaufen? Junge, weißt du nicht, dass es Geschäfte gibt, die man nicht mehr rückgängig machen kann? War dir das damals sogar nicht bewusst? Natürlich habe ich es letztendlich nicht getan. Allerdings hätte sie mir 3000 G für eine Nacht geboten. Du Idiot, hör zu. Wenn ihr das nächste Mal... Okay. Wir versorgen uns selbst und haben jederzeit genug Essen und Schlaf für euch übrig. Denk nur nie wieder daran, deinen eigenen Körper zu verkaufen. Hast du das verstanden? Kann es sein, dass du am Ende doch ein netter Mensch bist? Warum kannst du dich einfach ein Danke sagen? Naja, weil wir dein Angebot ja gar nicht in Anspruch genommen haben. Du bist echt ein reizender Junge. Okay, wir können noch nicht steuern. Da ist der Leuchtturm! Hab ihn gesehen, ich weiß, wo er ist. Was soll das jetzt? Okay. Wir sind wohl am Ziel angekommen. Ist das möglich? Das Transportschiff wird von Erntern angegriffen. Wer geht mit mir? Gib dich, Scheiße. Man kann es ja versuchen, wenn er da an der Liste ist. Ich weiß nicht, eventuell ist Rico besser, ne? Wobei Bartel hatte ja diesen Buff, Debuff gehabt, der uns den Arsch gerettet hat. Machen wir mal mit Bartel. Aber ich möchte nicht Billy als Anführer haben. Auf jeden Fall können wir ihn immer ausrüsten, falls er Ausrüstung braucht. Zum Beispiel Munition. Sollte vorerst genügen, ne? Die Pinguinjacke ist ein bisschen besser als was er hat. Haben wir da alles? Oh, 4000 raus.
speichern wir schon mal hier. Nicht, weil ich schon fertig bin, sondern weil ich befürchte, dass wenn wir in den Hangar gehen, direkt in die Cutscene kommen. Gut. Ja, das Klasse. Mal kurz Ausrüstung gucken. Schließlich haben wir hier einen neuen Charakter. Moment mal. Rot ist doch besser. Ich dachte, Rot wäre jetzt schlechter gewesen. Gut, dann müssen wir natürlich nochmal einkaufen gehen. Weiß nicht genau andersrum hier in dem Spiel. Die verwirren mich. Da kriegt er halt die Pinguinjacke. So, dann verkaufen wir erstmal wieder. Ich dachte mir noch, das sind diese Dinge, die angelegt sind. Der Tanzkleid ist für Sie besser. Belassen wir es erstmal dabei, weil wir ja noch zu den Gears müssen. Und ja nur drei Charaktere aktiv ausgewählt haben. Viel verwirrt mich. Ja, mehr haben wir gar nicht hier. Also außer für Köln. Okay, lassen wir das jetzt mal drin. Und gehen jetzt mal in den Hangar. Okay, Katzin.
So, der Dude hat gar keinen. Ja, ist ja klar, dass wir keine Katzen im Hangar kriegen. Dann gehen wir wohl auf die Brücke, I guess. Wir sind beim Transportschiff angekommen, Billy. Sehr vorsichtig. Na toll. Also raus. Das Transportschiff entern. Jawohl. Wow. Einfach so ein krummer Lappen, an dem sie draufstehen. Hier ist es so dunkel. Hier stinkt das ja fürchterlich. Es handelt sich um den Geruch von Versus. Virus. Die Hinweise darauf, dass dies ihr Werk ist, verdichten sich zunehmend. Eines noch. In der Mitte dieses Raums sollte sich ein roter Schalter befinden. Das ist der Lichtschalter. Hast du Angst? Nein, nur ein bisschen. Random Battle! Ich dachte, ich hab den Billy deswegen. Okay, das war nice. So, da geht's weiter. Komische Kameraperspektiven mit den ganzen Deckenkram. Ja.
Virus sind also diese komischen Zombies hier. Pinguinjacke, was ich mir gerade noch teuer gekauft hatte, ne? Türsperre A aktiv. Okay. Das ist das Ende des Schiffes, also zum nächsten Teil des Schiffes. Das sieht ganz schön nach Final Fantasy aus. Lorelei. Ja, okay. Alle eingeschlafen. Da hat sie aber den falschen geweckt. Moin, Kaiser! Na, wie geht's dir? Ja, das ist echt ein sehr seltsames Gegner-Design gerade, finde ich. Ja, mit jedem Tag schlechter, würde ich sagen. Mit jedem Tag schlechter. Ich habe, ich wurde ja gestern Mittag von der Post geweckt. Heute wurde ich anders von der Post geweckt. Entschuldigung. Und zwar, gestern um 12, ne? Wurde mir gedacht, ich gehe um so 7, halb 8 ins Bett. 12 gestern, heute um 10 höre ich plötzlich laute Musik, weil vor meinem Fenster im Schlafzimmer stand Transporter mit voller lauter Musik an. Und das war der Typ, der mir mein Paket gebracht hat. Und ich guck so, sehe den mit dem Paket rankommen, macht schon die Tür auf und sagt so, und er so, für wen ist das Paket, ne? Und ich so, für mich. Irgendwie so eine Art. Hat er gelacht, aber naja. Ist auch egal. Also nee, mir geht's nicht so toll. Das Schlimme ist, ich bin ja schon die ganze Zeit am Husten, seitdem ich krank war. Also, ne? Und dann, statt dass ich hier ein bisschen weniger Belastung habe, ne? Weil ich mich erhole, nein. Die Belastung auf Arbeit wird noch höher, dann kommt jetzt das mehr Nachtschicht, die hat mich jetzt hier wirklich weggehauen, ne? Ich muss schon sagen, nicht die beste Woche in diesem Jahr. Okay, wir können da scheinbar nicht lang. Achso, da ist ein... Da ist eine Luke. Naja, was soll's. Okay, die sehen jetzt nicht sehr gesund aus. Es sieht aus wie Fleischerhaken, aber die Dinger selbst sehen eher aus wie Hornlius oder irgendwas von Silent Hill oder so. Aber ich denke mal, die so wie die sich da verschieben, wird es eher nur Damage machen, wenn ich da falsch rangehe oder so.
Habe ich das Ding berührt? Schau mal nicht. So, er ist dran. Dass es halt jeden Tag nicht besser wird, sagt ja schon allein aus. Ich habe ja gestern schon gesagt, ich gucke mir eventuell nach der Schicht morgens das Dragon Quest Spiel an und dachte so, okay, wird ja wohl kein Problem sein, ne? Aber mir ging so übel, weil wie gesagt die Belastung auf Arbeit gerade immer schlimmer wird, ne? Dass ich halt nur noch ein bisschen bei Dragon gelernt habe und dann bin ich auch. Da bin ich dann auch im Bett schon. Ich hoffe natürlich, dass ich morgen ausschlafen kann, weil ich glaube, ich habe nichts mehr bestellt. Das war wohl nichts. Ja, warum nicht? Ich, wenn ich das in der Pause sehe auf Twitter, da warum sollte ich das nicht machen? Kannst halt nicht gucken, weil du relativ kurz, wie ich ja auch teilweise streamst, und zu Zeiten, wo ich zum Beispiel arbeite. Ja, keine Ahnung, ich sehe das immer nur, dass du da einmal das twitterst, vielleicht auch teilweise, dass du da bist, ne? Aber dann, wenn ich wieder gucke, bist du schon wieder weg. Da kann ich dazu nichts sagen. Und wenn ich zu Hause bin und das gucken könnte, dann spielst du immer irgendwelche Shooter. Da kann ich auch nichts dran machen. Okay. Türsperre B gelöst. Feels Resident Evil Man. Okay, was ist das hier? Das kann ich nicht benutzen. Obwohl es genauso aussieht. Und wie gefällt dir FF15? Kann man es spielen, deiner Meinung nach? Deinen Tweets zufolge nehme ich an, du spielst die PC-Fassung. Also wahrscheinlich eher nicht so spielbar. Türsperre A aktiv. Toll. Aber eventuell, wenn Türsperre A hier aktiv ist, vielleicht kann ich das in der anderen Ebene wieder aufmachen. So. Aber hier ist auch noch eine Tür. Da waren wir noch nicht. Wirkt nicht besonders robust. Ja, genau das habe ich, jetzt gewollt. Danke. So. Wenn ein Spiel schon sagt, es ist nicht robust, ne, dann probiert man einfach mal. Das geht nicht auf. Aber wir kommen ja hoch, beziehungsweise erst noch nicht. Ja? Geht auch nicht auf. Ist also quasi nur zum Aussehen da. So. Also, wir haben die Türsperre hier oben gelöst, oder? Das ist noch der gleiche Ort, I guess. Und jetzt kommen wir hier gerade weiter bis zu einem Speicherstand. Und da ist eine Luke.
Okay, der sieht aus wie das die Kanalbestie oder wie hieß. Das Kloakenmonster sieht das aus. Nur nicht in Rot, sondern in Weiß-Grün. Oh, und ich habe kaum noch Leben. Das ist jetzt nicht so ideal. Dann würde ich sagen, halte ihn erstmal. 20 EP, das sieht ja richtig. Da haben wir 50 KP. Okay, ich glaube, das ist der richtige. So. Und du machst mal deinen Nussknacker. So, typisch, kaum speichere ich mal nicht, weil ich ja gerade gespeichert hatte. Sofort tot. Ich habe ihn gerade geheilt, verdammt. Kaum speichere ich mal nicht, kommt ein Boss oder was. Feuer heilt ihn. Das ist jetzt nicht das Beste, was ich mir überlegen konnte. Wie man sieht, wenn Billy allein auf die Jagd gegangen wäre, wäre er inzwischen tot. Und man hätte nie wieder was von ihm gehört. Oh Menno. Ich mag diesen Gegner nicht. Ich weiß auch nicht, wieso. Groß? Groß ist schon mal Schaden. Ich weiß, ich habe das Gefühl, ich hätte, ich müsste mal irgendwann grinden oder so. Oh ne. Ich bin ja mit seinem Leben nicht guter. Gut, dann probieren wir auch einfach mal mit Blitz. Blitz macht auch Damage. Wenn er eh sofort tot Damage macht, ne, dann brauche ich nicht großartig heilen. Außer natürlich, wenn er es nicht macht. Warum auch immer. So, dann probieren wir nochmal Erzäther. Vielleicht macht das ja mehr Damage. Ne, das macht alles nicht so wirklich Damage mit ihr. Gut, jetzt muss ich natürlich mal ein bisschen heilen, bisschen wieder beleben, Leute hier. Das macht nichts. So, dann machen wir mal ein bisschen höhere Sachen.
Das hat jetzt nicht sehr viel gebracht, dafür, dass das so teuer war. Okay, hier sollte ich vielleicht doch mal beleben, heilen und so weiter, weil die so ein bisschen wenig HP, was sie jetzt haben, ne? Habe ich nicht auch etwas für alle? Normalerweise hatte ich was für alle, aber ich glaube, das ist nur außerhalb des Ganzen. Gut, dann heilen wir erstmal Ellie. Die hat was gegen Heilung, habe ich das Gefühl. So. Machen wir mal wieder Nussknacker. Hat sich halt nicht wirklich gelohnt, die teuren Dinger zu nehmen, ne? Ich mag ihn nicht. So, er könnte vielleicht mal wieder ein bisschen heilen, weil so viel Damage macht er ja gar nicht. Die Frage bei diesen Gegnern ist halt immer, wie viel HP haben sie überhaupt, ne? Auf wie lange muss ich mich für den Kampf einstellen, ne? Wobei, die haben beide ein bisschen wenig HP, ne? Deswegen lasse ich das einfach mal. Und halt erstmal ihn. Hat noch nicht wirklich Kombination für seine Mittelattacke. Ups, das war falsch. Ah, ein bisschen Damage hat er trotzdem noch. So, er ist wieder dran. Jetzt bitte die richtige Kombi, wegen Damage und so. Was er alles in seiner Rome da versteckt, dann macht das unglaublich. So, er heilt mal unsere Dame. Ich finde es noch unglaublich, dass wir bisher eigentlich noch nicht wirklich einen richtigen Heiler haben. Normalerweise hat jedes Spiel immer so eine Heiler-Figur
Aber hier bis jetzt nur Damage und sie ist halt ein Mage, würde ich behaupten. So richtig Heiler haben wir nicht bis jetzt im Spiel gehabt. Cool. Ich darf gerne mal sterben, so viel ich da auf ihn einhole. Oh! Ja, okay. Das geht. So geht das auch. Schön 3000 gehen. Ah, hilf mir, großer Bruder! Dauert das Set. Es ist an der Zeit, meinen Kumpel zu rufen. Dein Kumpel? Das war seltsam. Billy Signal! Kommt Leute, Zeit für Plan G! Windrichtung in Ordnung, bestätige Zielkoordinaten X1029Z303. Verstanden, Autopilot wird aktiviert. Katapult bereit? Gleich! Ich wusste es, jetzt kommt sein Gear. Jetzt kommt sein Gear. Ich habe mich gleich gewundert, warum der kein Gear hat. Hau ruck, jawohl. Hat er einfach mal doch ein Gear. Mitten im Kindergarten. Mit einem Cape. Hat er ein Cape? Sieht aus wie ein Cape. Auf die Plätze. Fertig. Los! Zeig's ihm, Billy! Wir hatten schon bessere Starts. Wie befürchtet, das Transportschiff wurde von den Verus heimgesucht. Ich muss unverzüglich zur Erzkathedrale, um Bischof Stone davon in Kenntnis zu setzen. War da noch etwas? Da sind doch nur ein paar olle herumspringende Fische, sonst nichts. Was für eine frische Brise das ist. Ich muss schon sagen, das Meer ist viel angenehmer als die Wüste. Billy, könnte das Monster nur mit Bruder gemeint haben? Möglicherweise seine Artgenossen, einen riesigen Verus. Gegen so einen Gegner könnten wir nicht viel ausrichten, allerdings sind wir eher langsam. Selbst wenn er nach Verstärkung gerufen hat, wird sie uns nicht rechtzeitig erreichen. Allerdings habe ich für den Fall der Fälle meinen Gierk angefordert. Er ist schon hier. Was jetzt? Du hast doch gesagt, dass wir dagegen nicht viel ausrichten können. Mein Gierk sollte jeden Moment hier sein. Einfach mal rausgesetzt aus der Brücke. Und die Yggdrasil hier ist auch schon da. Auf die Sekunde genau, das haben die Kinder wieder einmal prächtig gemacht. Also wollen wir loslegen. Also, dass er ihn angefordert hat, war ja eine Sache. Aber dass er plötzlich da hier Sachen macht, wie die Leute von der Brücke retten, das ist ein bisschen komisch. Gut, dann kommen wir zum Bosskampf nach dem Bosskampf. Probieren wir jetzt hier einfach auch mal mit Hydro. Ja, geht eigentlich schon ganz ordentlich.
Wachstum durch Innerkraft. Stärke steigt. Abwehr sinkt. Abwehr sinkt. Ich glaube, das mag ich. Okay. Machen wir mal einen bösen Blick. Dafür habe ich ihn ja mitgenommen. Au. Aber ich denke mal, wir werden, wenn wir das überleben quasi. Dadurch, dass man ihn wachsen lässt und die Abwehr quasi verringert. Besiegen. So, da ist sie wieder. Ethan wir mal wieder. Aua. Die Kamera ist natürlich so gut gelegen, dass man auch die Attacke voll gut sehen kann und so. Tun wir mal so, dass wir nochmal den Blick reinmachen. Besser ist das. Haha. I like. So, gleich muss ich wohl ein bisschen Ether wieder auffüllen, aber einmal können wir noch mit ihr. Er wächst nicht mehr. Au! Das hat wehgetan. So. Machen wir mal 20 EP wieder. Na gut, Doppelknall war jetzt nicht so geil. Aber er hinkt schon, wie man sieht. Ja, fast wie Monster Hunter hier. Und down. Ja, nice. Alle Level up. Ich schätze mal, es wird der Endgegner von Kapitel 14 gewesen sein. Danke euch allen für eure großzügige Unterstützung.
Ehrlich gesagt wäre diese Aufgabe für mich allein zu gefährlich gewesen. Ohne euch hätte ich es vermutlich nicht geschafft. War echt überraschend. Ich war echt überrascht, als du auf einmal der Gier gerufen hast. Aber ist dein Beruf denn immer so gefährlich? Was zur Hölle denkt sich die Kirche dabei, euch mit so gefährlichen Aufträgen zu beauftragen? Ihr Büßer verrichten nur das Werk Gottes. Entschuldigung, ich wollte dich und deine Arbeit nicht herabwürdigen. Wahrscheinlich musst du der Kirche jetzt über den abgeschlossenen Auftrag berichten, nicht wahr? Wenn du möchtest, nehmen würde ich gerne bis zur Erzkathedrale mit. Das liegt auf unserem Weg. Wenn es euch keine Umstände bereitet, nehme ich das sogar gerne an. Ich muss euch außerdem noch etwas zum Dank überreichen. Da bitte ich euch darum, mich in die Erzkathedrale zu begleiten. Gut, dann speichern wir erstmal, weil wir jetzt zwei Bosse fertig haben. So. Dann können wir ablegen. Sollen wir den Anker richten? Jawohl. So, dann. Jetzt wieder zurück zur Erzkathedrale. Da kommen wir nicht durch, müssen wir also ganz links durch. Ja, ich glaube, ihr habt den Schlüssel, damit könnt ihr dann jederzeit in den Turm von Babel. Das wäre es jetzt, ey. Würde ich gerne nehmen. Okay, das war nicht so wirksam. Dabei wollte ich nur ein bisschen Damage machen. So. Oh, 9. Nicht schlecht. Ich finde, das Wasser könnte ein bisschen schöner aussehen. Ist zwar ganz nett, dass das so wirklich Wellen hat, aber ansonsten ein bisschen dunkel. Auch wenn ich weiß, dass Wasser normalerweise dunkel ist, aber. Also im Meer. Aber trotzdem. Todessichel. Da sind wir am Random irgendeinen starken Gegner gekriegt oder so.
Dann versuchen wir jetzt halt mit Feuer erstmal. Okay, der scheint ein bisschen stärker zu sein. Ich hatte mir gerade noch überlegt, ob ich kurz ins Schiff reingehen soll, um die Leute alle wieder auf Vordermann zu bringen. Hätte ich wohl machen sollen, wa? Na gut, er schwächelt schon. Sollte also nicht allzu lange mehr dauern. Wieso sage ich das immer, wenn sie gerade sterben? Steigen. Oh, that's not good. Ja, das ist ja, was hier vorgefallen. Krieg. Billy. Du verletzt? Was ist geschehen? Weiß nicht, plötzlich hörte ich einen Schuss. Hey, halte durch, hey! Decklos, deine Verletzungen sind tödlich. Aber warum? Wie konnte das nur geschehen? Hey, das ist doch... das eine von Vaters Patronenhülsen. Bedeutet das etwa, dass er selbst in unseren heiligen Hallen Amok läuft? Das würde mich hier jedenfalls kaum überraschen. Vielleicht sei er direkt hier. Nur Brot. Keine Bewegung, wer bist du? Gibt noch Überlebende? Tihihihi. Nächste Runde stirbst du. Ich glaube, es ist besser, wenn wir erst die Attentäter besiegen. Achso. Ich habe vergessen, dass wir nicht mehr im Mecha sind und im Mech sind und deswegen. Wir leben. Du machst bessere andere Dinge. Ja. Flug von mir. Töten, töten, töten! Wow. Ich bin auf jeden Fall nicht mit dem besten aller Ausrüstungen hier reingegangen. Ätherkräfte blockiert. Von wem? Von ihr?
Nee. Okay, er ist tot. Das lassen wir natürlich nicht so. Ich hätte echt nochmal auf Schiff gehen sollen. Okay, da sie eh grad nicht machen kann, heilen wir mit ihr mal. Naja, ich habe schon wieder vergessen, dass ich Kombis woanders machen muss. Hat du Köcker. Ist auch Attentäter. Merke ich jetzt erst. Nicht sie, bitte. Gut. Ja. Leben wir mal, sonst kriegt ihr keine EP. XP, EP, wie auch immer. Okay, das war glaube ich die ich halt gerade wirklich gekriegt habe. Aber da wir alle noch am Leben sind, versuchen wir jetzt ihn mal zu töten, aber die. Ich glaube es nicht die. Wegen langen Haaren. Lange Haare sind meist ein Einzeichen. Jo, tatsächlich blockiert. Gehen wir mal auf Nummer sicher. Und heilen uns selber. Und er wird mal ein bisschen Nussknackern hier. Langsam gefällt er mir mit seinen Knarren. Und ganz schön viel EP. Was sind das für Leute? Warum greifen sie die Kirche an? Sei vorsichtig, Billy. Das sind professionelle Meuchelmörder. Wie? Aber dann sind ja alle... Gib mich auf, Billy. Es muss nur Überlebende geben. Helfen wir ihm. So, hier. Erstmal, dass wir hier... Genau, Omega Soul machen. So. Er ist tot. Das ist der Beichtstuhl. Der beste Ort, um nach Überlebenden zu suchen, ist natürlich der Beichtstuhl. Ja. Nee, hier lebt keiner. Denk mal, wenn jemand lebt, dann wohl eher so in Richtung
von diesem Schiffspfad von der Kirche da. Genau. Was hat das zu bedeuten und wer seid ihr überhaupt? Spiel auch nicht den Ahnungslosen. Ob du der Anführer der Kirche bist oder nicht, dein Ende ist nah. Katz ist nun also aus dem Sack. Wer sich gegen uns auflehnt, bezahlt mit seinem Leben. Ja. Der Papst. Verflucht seid ihr. Versuchen wir mal die richtigen Tasten zu machen. Der versucht mal jemand anders zu killen damit. Weil er macht ja ein bisschen Damage, glaube ich. Zumindest kommt es mir so vor. Jo. Hat ein bisschen Damage gemacht, kann man schon so sagen. Hat gereicht. Nächste Runde stirbst du. Das wollen wir doch mal sehen. Das war nice. Schreihals erlernt. Gut. Da lebt auf jeden Fall jemand. Was ist hier los? Die 14 Männer bringen wahllos unsere Leute um. Ah ja. Das kümmert dich nicht weiter hier drin, oder was? Oh, Gänge. Geil. Hihihi. Nächste Runde stirbst du. Ich wüsste, wer da gesprochen hat und wen er meint. Da die anderen beiden angegriffen haben, wird das wohl der untere sein. Gucken wir mal den neuen Doppelschock an. Der tötet die Leute ja schon so von alleine, deswegen. Das sollte jetzt garantiert sein, dass der keinen nächste Runde umbringt. Ups. Da ich nicht erwarte, dass ich tatsächlich eine Kombi kriege. Au. Das war ganz schön viel Damage. Ah ja, bringen wir den Typen um und er bringt die Leute um. So, den Nussknackern wir mal weiter.
könnte ja eigentlich allein rumlaufen und alle Nuss knackern. Das ist eine nette Attacke. Aber zurück und... Ich bin ganz schön EP, aber so gut wie kein Geld. Gold. Gil. Okay, bevor wir uns da reinbegeben, machen wir noch ein bisschen Omega Soul. Okay, das war richtig. Wenn ich mich nicht irre, befinden wir uns unmittelbar unter der Kathedrale. Dann ist das wohl unsere Datenbank? Datenbank der Kirche? Ja, davon gehe ich aus. Datenbank beinhaltet sämtliche Aufzeichnungen über die Kirche. Von der fernen Vergangenheit bis jetzt einfach alles. Der Zutritt ist normalerweise strengstens verboten. Nur die Bischöfe haben hier freien Zutritt. Ja, aber trotzdem. Findet ihr nicht auch, dass dieser Raum ungewöhnlich hochwertige Ausrüstung beinhaltet? In der Tat. Eine solche Einrichtung würde man selbst in Solaris nicht so leicht finden. Warum verfügt also die Kirche über ein derartige Geräte? Augenblick mal. Das ist eindeutig solarianische Ausstattung. Solarianisch? Warum so überrascht? Egal wie groß die Welt auch sein mag. Niemand außer Solaris könnte über derart fortgeschrittliche Technologie verfügen. Die Kirche wird von unbekannten Kräften angegriffen. Und wir finden im Keller einen Raum mit einer Ausstattung, die aus Solaris kommen muss. Die ganze Sache wird zunehmend interessanter. Also, was soll das jetzt alles? Billy, hast du irgendwelche Ideen? Nein, woher auch? Ich bin zum ersten Mal hier. Wie wär's, wenn wir einfach ein wenig umsehen? Chitan, was wird da auf diesem Bildschirm angezeigt? Sieht aus, als wären da gespeicherte Berichte. Könnte uns durchaus einige Anhaltspunkte liefern. Einen Moment. So, jetzt können wir sie am Hauptbildschirm ansehen. Status des Ignis Konflikts, Waffenlieferung Nummer 37 erfolgt. Daten über Arena Camp insbesondere den gesundheitlichen Zustand. Tiers von Aft werden von der Stufe D3 auf D2 auf D3 erhöht. Tiers von Kiesel werden auf Stufe D2 bleiben. Krebsfeld ist aktuell 4:6. Wow. Ja, ich glaube. Da steht ein bisschen zu viel gleichzeitig. Aber sieht aus, als ob sie Technologien und Fortschritt kontrollieren. Worum geht es hier? Was hat die Kirche mit dem Zeug zu tun? Und obendrein ist dieser abscheuliche Scharkan ein Bischof? Ich dachte, er wurde vor 17 Jahren exkommuniziert. Wohl kaum, wenn er regelmäßig Berichte verfasst hat. Seht hier! Die von der Kirche durch Handel mit einzelnen Regionen gesammelten Ressourcen. Am Ende werden sie alle nach Solaris geschickt.
Aber warum sollte die Kirche ihre Güter nach Solaris schicken? Das weiß ich leider auch nicht. Dieser Bericht wurde in der solarischen Sprache verfasst. Außerdem wurde er verschlüsselt. Moment, wie bitte? Komm schon, dir geht das nicht schneller. Dräng mich nicht. Schwierig, das jetzt zu übersetzen. Lämmer, großer Krieg, Sambo, Unterziehung, Umerziehungsmaßnahmen, Reparationsplatz, eine Grundlage eines Zeitplans für die Errichtung von Portalen. Lämmer 0 bis 02 bis 04 nach Ignis, 05 bis 08 nach Akki, 11 bis 16 gleichmäßig verteilen. Umgesetzt die Gründung der Kirche als Teilorganisation. Unter Aufsicht des Tribunals. Dem Gazelle-Tribunal unterstellt. Die Kirche ist. Was? Die Kirche ist also ein Deckmantel für die Aktivitäten von Solaris. Und was genau hat das zu bedeuten? Grob zusammengefasst verhält es sich so. Vor 500 Jahren gab es einen großen Krieg zwischen den Landbewohnern und Solaris. Sein Ausgang ist unklar, aber Solaris befürchtete jedenfalls einen weiteren Aufstand der Landbewohner. Aus diesem Grund errichtet Solaris eine Barriere mit Hilfe der Portale. Auf diese Weise schirmt sich Solaris hermetisch von dem übrigen Land ab. Das übrige Land wurde in verschiedene Nationen, seine Bewohner und verschiedene Völker eingeteilt. Um die Landbewohner zu beaufsichtigen, errichtete Solaris die Kirche ein. Die Kirche wird also von Gazelle-Tribunal, der obersten Regierungsbehörde von Solaris, kontrolliert. Insofern ist die Kirche also tatsächlich eine Teilorganisation und ein Deckmantel für Solaris. Waren, Rohstoffe und ausgegrabene Relikte, all dies wurde von der Kirche nach Solaris transportiert. Das schließt auch das sogenannte Humankapital, also der Zwangsarbeiter, mit ein. Im Grunde genommen dient die Kirche also als Schnittstelle zwischen Solaris und der Landoberfläche. Nach diesen Aufzeichnungen wurde insgesamt eine enorme Menge an Waren und Personen nach Solaris geschickt. Die Kirche hat uns also die ganze Zeit manipuliert. Sonst noch was? Nein. Im restlichen Bericht geht es primär um Ausgrabung und die Verteilung der Bevölkerung. Mich beunruhigt allerdings die Menge an biologischen Daten, die sie über die einzelnen Völker sammeln. Der Bericht hier ist noch relativ neu. Es handelt sich ebenfalls um eine große Anzahl von Waren und Menschen, die nach Solaris geschickt werden. Die meisten von ihnen waren Leute, die sich auf der Suche nach Erlösung direkt an die Kirche wandten. Unmöglich, davon weiß ich nichts. Was ist denn aus all den Leuten geworden, die herkommen? Sie wurden Büßer, so wie ich. Aber wir kommen alle von ihnen, nicht wahr? Was ist aus jenen geworden, die nicht zu Büßern geworden sind? Nun, das ist also offensichtlich. Was sagst du, Ellie? Gibt es in Solaris eine eigene Einrichtung zur Unterbringung von Landbewohnern? Regelmäßig treffen sich neue Arbeiter in der Unterstadt, im Lebensbereich der Bürger dritter Klasse ein. Dann weißt du jetzt, wo die Zwangsarbeiter herkommen. Aber das ist doch, das kann nicht sein. Angenommen, das entspricht alles der Wahrheit. Wer greift dann gerade die Kirche an, aus welchem Grund? Dies hier könnte die Antwort auf deine Frage sein. Was? Bergungsoperation Nummer 44. Bergungsoperation Nummer 44? Das ist der Auftrag, von dem der Captain der Tampus erzählt hat. Es ist das einzige Projekt ohne jegliche Verbindung zu Solaris. Die Kirche muss es wohl eigenmächtig initiiert haben. Startete vor ungefähr 19 Jahren. Lass mich die Daten auf dem Bildschirm anzeigen. Die erste Erkundung der vor ungefähr 4000 Jahren am Meeresgrund versunkenen Stadt wurde abgeschlossen. Nach über 100 Probegrabungen konnte die Position des Stadtzentrums genau bestimmt werden. Mit der Ausgrabung kann demnächst begonnen werden. Demnach liegt also unterhalb von Akki die Ruinen einer uralten Zivilisation. Bei den Probegrabungen haben sie offenbar schon eine gewaltige Menge von Materialien geborgen. Biologische Waffen, Reaktionswaffen, ihr Ziel muss also sein. Nach meiner Schätzung hat die Kirche vor, sich von Solaris zu lösen. Wahrscheinlich wollten sie nach Erlangung der Unabhängigkeit von Solaris selbst die Welt beherrschen. Nicht nur Unabhängigkeit, sondern gleich die Weltherrschaft? Sie müssen größenwahnsinnig sein.
Ja, aber ich bin mir sicher, dass dies ihr Plan war. Sprich Bände, dass sie dieses Projekt, geschweige denn seine Resultate vor Solaris verheimlichten. Ein Monopol auf die Waffen dieser fortgeschrittenen Zivilisation hätte die Kirche den Sieg gesichert. Diese Vorgehensweise ist nicht ungewöhnlich. Glaubst also, dass Solaris hinter dem Angriff auf die Kirche steckt? Ist wahrscheinlich. Sollen wir uns hier noch ein bisschen umsehen? Vielleicht gibt es noch was zu entdecken. Die Kirche, meine Kirche, mein Glaube. Hey Willy, wie lange willst du noch Löcher in die Luft starren? Reiß dich zusammen. Zum jetzigen Zeitpunkt ist das alles Spekulation aufgrund von Indizien. Für dich wäre es wohl das Beste, wenn du die Wahrheit selbst herausfindest. Ich habe in der Datenbank noch etwas Interessantes gefunden. Anscheinend wird eine Agentin aus Shevat von der Kirche hier festgehalten. Chitano Rico, würdet ihr bitte diese Frau befreien und auf die Ikrasi begleiten? Willy und Bartel und ich sehen uns derweil noch ein bisschen hier um. Ja, so viel Zeit habe ich jetzt auch nicht mehr, aber ich hoffe, dass ich hier irgendwo einen Speicherpunkt noch finde. Ich kann das alles immer noch nicht glauben. Ist die Kirche wirklich voller Lug und Trug? Wo habe ich nur die ganze Zeit über geglaubt? Siehst du, deshalb habe ich es dir damals gesagt, dass du einer von uns werden solltest. Bell Rainer? Du hast unsere Ehre befleckt, Billy. Als wäre es nicht schändlich genug, die Kirche zu verlassen, gibst du dich auch noch lieber mit Ungläubigen ab. Mir ist gar nicht bewusst, wie sehr du dich dadurch beschmutzt hast. Von dir hätte ich das am allerwenigsten erwartet. Du hast doch immer noch für deinen Glauben gelebt. Wärst du noch einer von uns geblieben. Aber fürchte dich nicht, Billy. Ich werde dich von dieser Sünde reinwaschen. Du wirst in mir weiterleben. Dein Tod wird dich mit mir vereinen. Was? Du! Vater, wie konntest du das nur tun? Warum regst du dich so auf, mein Sohn? Das war ein Betäubungsschuss, der Kerl macht nur Heier. Könntest du etwa nicht schon am Geräusch erkennen? Außerdem sind diese Mörder gar nicht von der Kirche. Wie nur? Dieses Zeichen. Genau, das sind Agenten von Solaris. Ich würde wetten, diese Truppe von Molchenmördern steht unter dem Befehl von Stone. Als ich hörte, dass sie alle Mitglieder der Kirche umbringen, habe ich mich sofort hierher begeben. Aber ich war leider nicht schnell genug. Alle Geistlichen, die hier nicht gerade auf einer Mission waren, wurden getötet. Du sagst, Bellreines Männer waren Auftragsmörder im Auftrag des Bischofs? Kannst du es wagen? Kennt deine Gotteslästerung denn keine Grenzen? Er hat recht, wir handeln im Auftrag des Bischofs. Unsere Aufgabe ist, die gefallenen Priester und Sünder abzuurteilen und büßen zu lassen. Es war Bellrein? Aber was haben wir euch, die Leute der Kirche, getan? Der Papst und seine Brüder im Geiste verdienen den Tod. Ihre Gier nach Macht ließ sie die Pflichten, welche die Kirche auferlegt wurden, vergessen und nach der Weltherrschaft streben. In dem Augenblick, als diese Gier von ihnen Besitz ergriff, fällten sie ihr eigenes Todesurteil. Aber das ist bei weitem nicht alles. Waisenkinder und Flüchtlinge aufzunehmen, von außen betrachtet mag das wie ein wohltätiges Werk erscheinen. Doch die kleinen jungen Mädchen dienten dem Papst und dem Bischof in Wahrheit nur zur Befriedigung ihrer Gelüste. Sich derart selbstsüchtigen Begierden hinzugeben, ein solches Verhalten ist den Geistlichen unwürdig. Diese verdorbenen Seelen haben ihr Recht im Namen Gottes zu sprechen verwirkt. Daher reinigen wir unsere Kirche von diesen Sündern, indem wir für ihre Missetaten büßen lassen. Bischof Stone hat dies selbst angeordnet. Selbst wenn das alles wahr wäre. Uns steht es nicht zu, über Sünder zu urteilen. Das kann einzig und allein Gott. So wurde es uns gelehrt, nicht wahr? Gott? Wo auf der Welt soll es ein solches Wesen geben?
Inzwischen müsstest du doch wissen, wie die Kirche zustande kam. Sie wurde vor ewigen Zeit von Solaris mit dem einzigen Zweck gegründet, das eingebildete Volk ruhig zu stellen. Ihre Lehren sind nichts als Irrsogen, die Solaris entwickelte, um das Volk zu blenden. Mit den süßen Früchten des Glaubens und der Technologie beeinflussten sie Beziehungen und der Staaten und den Eifer der Bevölkerung. So brachte man die ahnungslosen Menschen dazu, ihre sinnlosen Kriege auf ewig fortzuführen. In diesen Kriegen sammelte Solaris laufend Daten über die Kampfverhalten von Menschen und Waffen. Die Analyse dieser Daten zeigte Solaris neue Wege zur Alterung der Weltherrschaft auf. Natürlich setzten sie die bewusst herbeigeführten Kriege den Leuten mit der Zeit in hohem Ausmaß psychisch zu. Der Glaube an Gott und an die Erlösung gemäß den Lehren der Kirche schwächte diesen Auswirkungen jedoch wieder ab. Das System war wohl durchdacht. Lediglich die Wahl der handelnden Personen war denkbar schlecht. Oder dachtest du wirklich, dass deine fromme Haltung eines Tages dazu führen würde, dass ein Gott zu dir spricht? Kannst du nicht begreifen, dass es ein solches göttliches Wesen niemals gab? Außerdem begreifst du anscheinend immer noch nicht, dass du selbst über Sünder geurteilt hast, gleich wie wir. Ich habe über Sünder geurteilt? So ist es. Tag für Tag machtest du dir als unbedarfter Komplize deine Hände schmutzig. Willst du mich etwa des höchsten aller Gefühle berauben, Belrain? Belrain, halte durch! Billy! Belrain! Eine nutzlose Dampfplauderer wie du hat kein Recht zu leben. Eure Exzellenz, warum Belrain? Was in Gottes Namen ist euer Ziel? Ich bin der Inquisitor, den Solaris auf das Land herabgesandt hatte. Inquivat? Der Rang eines Bischofs war eine gute Tarnung für meine hiesigen Aktivitäten. Die Kirche ist ein Teil von Solaris mit dem Ziel, die Landbewohner gefügig zu halten. Mit der Zeit entwickelte die Kirche jedoch ihre eigenen Lehren. Es gelang ihr, das ungebildete Volk anzuziehen und einen Gott zu schaffen, an den es glauben konnte. Und das ging so weit, dass sich die Kirche am Ende sogar von Solaris lösen wollte. Also hatten wir keine Wahl. Wir mussten alle, die sich uns widersetzten, eine Rebellion anzetteln wollten, vernichten. Diejenigen, denen diese ungeschonte Aufgabe zuteil werden sollte, das sind die Büßer. Ich habe die Büßer als Unterorganisation der Kirche gegründet, um zwei Ziele zu verfolgen. Einerseits sollten sie die Ernter oder Verus vernichten, welche dieses Land heimsuchten. Andererseits und im Geheimen bilden wir ausgewählte Männer wie Belrain aus. Wir sollten korrupte Männer in der Kirche aufspüren und beseitigen. Du konntest das nicht erfahren, da du zu gegebener Zeitpunkt nicht mehr in der Kirche warst. Nein, eigentlich haben wir es dir bloß verschwiegen. Ich hätte dir eine andere Rolle zugedacht. Eine andere Rolle? Billy, es gibt im Leben Dinge, die man am besten nie erfährt. Auch ein Lügengebilde für manche Menschen zur Wahrheit werden. Insbesondere für all jene, die nicht wissen, wie solche Lügengebilde funktionieren. Gott und dein Glaube, so erlogen es sie auch sein mögen, dir erscheinen sie als Wahrheit, nicht? Was die andere Rolle, die ihr mir zugedacht habt? Und was meinte Belrain, als er über die Aburteilten von den Sündern sprach? Sprecht, Eure Exzellenz! Du willst es ernstlich wissen? Kannst du denn die Last der Wahrheit wirklich ertragen? Wenn du darauf bestehst, bin ich gerne bereit, dir alles zu sagen. Du glaubst, dass du mit deiner Arbeit rastlosen Seelen zum Heil verhelfen würdest, nicht wahr? Deshalb hast du dich fleißig der Verbannung der Verus gewidmet. In Wahrheit ist das alles auch nur ein weiterer von Solaris eingerichteter Kontrollmechanismus. Deine Taten, mit denen du glaubst, verlorene Seelen zu retten, waren in Wirklichkeit... Frage mich, wer hier der Dampfplauderer ist. Vater! Du hast dich seither kaum verändert. Oder etwa doch, Stein. Stein? Mit diesem Namen hat mich schon lange niemand mehr angesprochen. Er bringt den süßen Schmerz zurück, der in den Namen meines Körpers steckt.
Du weißt, wovon ich rede, Jesaja. Ha, na zumindest bist du noch nicht dement. Aber sag mir, warum musst du immer alles auf eine solch komplizierte Weise tun? Diese Frage verdient keinen einzigen Laut als Antwort. Tu das alles, weil ich es genieße. Aus demselben Grund würde ich jetzt gerne deinen möglichen qualvollen Ton beiwohnen. Ich möchte zugeben, dass ich gerade gegen meinen heftigsten Verlangen ankämpfen muss. Mein Verlangen, dich aufzuschlitzen, deine Eingeweide herauszureißen. Aber leider werde ich anderswo gebraucht. Man sagt doch, zuerst die Arbeit, dann das Vergnügen. Ich kann euch leider nicht länger mit meiner Anwesenheit beehren. So leicht kommst du mir nicht davon, Stein. Ich werde mich von Gewürmen wie die euch nicht aufhalten lassen. Bis zum nächsten Mal. Als Abschiedsgeschenk lasse ich euch meine beiden Männer zu eurer Unterhaltung hier. Bischof Stone! Stone, Stein, ist klar. Bitte entschuldigt mich. Billy, wenn du noch länger mit mir reden möchtest, komm mich doch später einmal besuchen. Ich heiße dich jederzeit gerne willkommen. Okay. Dann müssen wir doch noch ein bisschen kämpfen. Ich hoffe, dass wir danach irgendwann mal speichern können. Weil so langsam, aber sicher, muss ich Feierabend machen. Ich würde ungern das Spiel laufen lassen, weil mir das mit dieser PlayStation zu riskant ist. So. Du tötest jemand anders. Ich weiß nicht, ob ich die nächste Runde sterbe. Also müsst ihr selber erstmal überleben. Sollte reichen. Für zwei für Waffen nach. Oh nein, du wirst mir nicht entkommen, Stein. Vielleicht hätte ich vorher, ja. Er entwischt uns, sieht aus, als wäre Stein dort. Das sieht groß aus. Und weitläufig. Und ein Mac. Beziehungsweise ein Gear. Dieser Gear ist ja riesig. Ein flugfähiger Gear aus Solaris. Das ist dann wohl ein Arc-N-Ziel. Arc-N-Ziel? Was ist das für ein bescheuerter Name? Er ist zwar groß, aber er ist dementsprechend schwerfällig. Wir sollten uns mit unseren agilen Gears keinerlei Probleme haben. Aber seine Feuerkraft ist phänomenal. Ein größeres Ziel wie beispielsweise ein Schiff, zack, bumm, und es hätte keine Chance. Einen Moment, meinst du etwa, der Captain und seine Leute schweben in Gefahr? Ist ihnen auch gar nicht bewusst? Die Übungsziel kann diesen hier wohl noch einholen. Beeilen wir uns und helfen den Leuten der Tammus. Darf ich speichern, bitte? Ich habe die Tammus und ihre Bergungsflotte auf dem Radar. Sie befindet sich südlich von hier. Bei voller Fahrt erreichen wir sie in einer Stunde. Achtung, volle Kraft voraus. Nehmt kurz auf die Tammus. Ei, ei.
Erst doch am Radar. Was gibt's? Auf dem Radar scheint soeben ein enorm großes Objekt unmittelbar über der Bergung zu sein. Sag bloß, dass Stone schon angekommen ist. Nein, es ist viel größer als sein Gear. Ich schätze, es ist mindestens 2000 Schals groß. Das ist ja gigantisch. Was in Gottes Namen geschieht dort? Echt, ey. Hätte ich wohl doch lieber vor einer halben Stunde aufhören sollen. Wenn ich das hier so sehe, wie lang die Cutscenes sind. Aber wie gut habe ich noch von gestern ein bisschen was übrig. Muss mir nicht so viel zu essen machen. Und kaputt. Oh! Das sind doch diese Bildschirmnasen. Okay. Das sieht bedrohlich aus. Schon wieder. Sie hat nur ihre Pflicht zu erfüllen. Die aufkeimende Gier muss bekämpft werden. Ein Credo der Gier. Ich habe Zweifel an der Aufrichtigkeit ihres Glaubens. Eine Organisation voller Fanatiker kann uns nicht dienlich sein. Ihr Wille ist frei. Das liegt in ihrer Natur. Dennoch ist es zu viel des Guten. Wir müssen sie zurechtweisen. Sie sind entbehrlich, wir können derzeit nichts mit ihnen anfangen. Ja, ihre Existenz ist für uns nicht länger von Nutzen. Wir haben bereits alles getan, was wir wollten. Wir kümmern uns derzeit um die Verantwortlichen der Region. Stein kümmert sich gerade um Akri. Bedenkt, dass wir eine angemessene Lösung brauchen. Haben wir nicht gerade eine solche gefunden? Karellen betreibt es geradezu exzessiv. Warum misst er diese molekulare Maschine nur eine derartige hohe Wichtigkeit bei? Menschen, Maschinen, bewusst sind die Begriffe gleichbedeutend. Ja, sie sind ein und dasselbe. Hauptgeschütz Energieaufladung bis 20. Maschinenraum. Vorbereiten auf eine Vorführung unserer geballten Macht. Alle Einheiten auf unserem Schiff sind kampfbereit. Wir haben 80% der Hindernisse beseitigt. Auf unserem Kurs sind keine Schwierigkeiten mehr zu erwarten. Meister Karellen. Einige Schiffe konnten der Verdampfung entkommen. Was sollen wir mit ihnen machen? Bergdilemma-Schiffe 3, 5 und 11 unabhängig von etwaigen Beschädigungen. Beseitigt den restlichen Müll. Bedient euch der Verus für die Bergung bzw. Beseitigung. Wir haben Steins Sylph-Makiok erfasst. Von 130 Forschungen und Ausgrabungsstätten ist es die südlichste. Die Eroberungstruppen betreten Grab Ceboyung. Verstehe. Wir haben also endlich gefunden, wonach wir 500 Jahre lang gesucht haben. Höchst interessant. Wir lassen die Virus frei. Was ist das? Du hast diese riesige Goldfischglas gesehen? Das ist ja kaum zu übersehen. Das hat die anderen Schiffe mit einem Schuss nahezu völlig vernichtet. Ist das die Art und Weise, auf die uns die Kirche willkommen heißt? Jetzt wage ich zu bezweifeln.
Warum sollten sie uns angreifen? Wir wollten sie doch bei ihrer Grabung unterstützen. Captain Virus! Aus diesem Goldfischglas strömen Dutzende von Erntern. Wie? Nein, das kann doch nicht wahr sein. Starte die Gears und lade die große Kanone. Captain? Kommt schon, Männer! Wir retten die Überlebenden von anderen Schiffen, soweit wir gleichzeitig den Rückzug antreten können. Ballert die Verus mit unseren beiden Kanonen vom Himmel. Haltet sie von der Thamos fern. Macht schnell, Hans, übernimm das Steuer. Wir zeigen ihnen, wie wahre Männer der See, sich zurückziehen. Ei, ei, Captain! Kann ich schon nebenbei gucken, wer so alles vorzusehen will? Weil ich ja gleich bei der nächsten Gelegenheit aufhören muss. Weil ich bin schon über meiner Zeit. Ich empfange einen Notruf. Scheinbar wird die Thamos von einer Horde Ernter überrannt. Das ist also die Reinigung durch Solaris, von der Stone redete. Wir müssen uns beeilen, andernfalls werden die Ernter die Thamos zerstören. Ach, vorspeichern bitte. Ja. Muss ich mit Chitan? Oh, echt jetzt. Keine Wahl ist auch eine Wahl, ne? Oh, wir dürfen speichern. Und dementsprechend, bedanke ich mich fürs Zusehen heute und versuche natürlich ein bisschen öfter zu streamen. Diese Woche hat das ja ganz gut geklappt irgendwie und dass wir das Spiel hier einfach mal weiterspielen können, dass jetzt mal langsam fertig wird hier, weil ja, es hat viel Text, aber ich habe es auch schon viel zu lange